Die Malerei ist eine visuell gestaltete Kunst, gehört neben vielen anderen Gattungen zur bildenden Kunst und hat eine sehr lange Geschichte. Während sich der Inhalt der meisten Bilder beim bloßen Betrachten erschließt, gibt es jedoch auch Bilder, die viel Raum zur Interpretation lassen und darüber hinaus versteckte Hinweise enthalten. Heute 5 weltbekannte Bilder, die versteckte Hinweise enthalten. Falls dir die Videos gefallen, klick auf Abonnieren und motiviere mich mit einem Daumen nach oben. Nummer 5. Das geheime Diagramm. Die Erschaffung Adams ist wohl einer der bekanntesten Schöpfungen Michelangelos. Dieses zeigt, wie der Gottvater mit ausgestrecktem Zeigefinger Adam zum Leben erweckt und befindet sich als Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Im Jahr 1990 stellte der amerikanische Arzt Frank Meshberger fest, dass die Hintergründe und Formen, die hinter der Figur Gottes dargestellt wurden, ein anatomisch genaues Bild des menschlichen Gehirns zu sein scheinen. Die Ansichtsweise scheint tatsächlich glaubwürdig zu sein, denn bereits im Alter von 17 Jahren interessierte sich Michelangelo für Anatomie und sezierte menschliche Körper, um diese zu studieren. Nummer 4. Das Geheimnis des letzten Abendmahles. Leonardo da Vinci war ein Mann mit vielen Talenten. Er war nicht nur einer der bedeutendsten Erfinder, Architekten und Wissenschaftler, sondern auch Bildhauer und Künstler. Darüber hinaus hatte er eine große Leidenschaft und ein Talent, was viele nicht kannten. Dieses versteckte er in einer seiner berühmtesten Werke, nämlich im Bild Das letzte Abendmahl. 2003 entdeckte Giovanni Maria Paula, dass wenn man Notenlinien über das Bild legt und auf die Hände Brot drauf projiziert, sich eine Melodie ergibt. Zunächst ergaben diese Noten keinen Sinn, aber nachdem man sich daran erinnerte, dass Leonardo Musiknoten von rechts nach links schrieb, kehrte Giovanni die Partitur um und es ertönte hörbare Musik. Nummer 3. Der Beweis von Aliens. Die Madonna mit San Giovannino ist ein berühmtes Bild des Künstlers Domenico Ghirlandaio. Dieses wurde im 15. Jahrhundert erschaffen und hängt im Palazzo Vecchio in Florenz. Es zeigt die Madonna mit dem Jesuskind und Johannes. Im Hintergrund ist ein Mann abgebildet, der scheinbar seine Hand vor den Augen hält, um sich vor hellem Licht zu schützen. An seiner Seite ist ein Hund, der mit offenem Mund, vermutlich bellend, in die gleiche Himmelsrichtung wie der Mann schaut. Am Himmel ist ein Objekt zu sehen, das eine dunkle ovale Struktur hat und von dem helles Licht ausgeht. Alienforscher interpretieren dieses Objekt oft als Beweis einer Existenz außerirdischen Lebens. Gegner dieser Theorie meinen, dass dieses Objekt eine einfache Interpretation der engelhaften Gegenwart ist oder einfach einen hellen Geburtsstern darstellt. Nummer 2. Mona Lisas Geheimnis. Wie wir bereits festgestellt haben, hat Leonardo da Vinci gerne Botschaften und Geheimnisse in Bildern versteckt. Bei der Mona Lisa, die im Louvre Museum in Paris ausgestellt ist, fanden Forscher versteckt in den Pupillen kleine Zeichen und Symbole. Ohne jedoch die Bedeutung zu kennen, gehen Wissenschaftler davon aus, dass es sich hierbei um einen Da Vinci-Code handeln könnte. Im rechten Auge sind die Buchstaben L und V zu sehen. Diese stehen vermutlich für den Namen des Künstlers. Die Zeichen im linken Auge sowie die Zahl 72 an der Brücke im Hintergrund konnten jedoch noch nicht entschlüsselt werden. Viele Wissenschaftler behaupten, dass sich der Künstler selbst in dem Bildnis der Mona Lisa porträtiert hat. Daher wird die Exhumierung des Leichnams von Leonardo da Vinci angestrebt, um anhand seines Schädels das Gesicht zu rekonstruieren. Nummer 1. Der geheimnisvolle Maestro. Dieses Bild zeigt den berühmten klassischen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, als er gerade 6 Jahre alt war. Das Gemälde wurde von Pietro Antonio Lorenzoni im Jahre 1763 geschaffen und enthält einen Hinweis auf die Mitgliedschaft bei den Freimaurern. Selbstverständlich wurde bekannt, dass Mozart in späteren Jahren der geheimen Gesellschaft angehörte, aber dieses Bild könnte ein Hinweis darauf sein, dass er bereits in sehr jungen Jahren involviert war. Im Allgemeinen gilt die versteckte rechte Hand unter dem Jackett, die auf Höhe des Herzens zur linken Brustseite gelegt wird, als Indiz für die Zuneigung zu den Freimaurern. Dieses bestätigte sich aufgrund vieler Porträts von Freimaurern, die alle in gleicher Pose dargestellt wurden. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.